Yo, und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Remember Me. Und ja, letzte Folge habe ich mich ja so grandios angestellt bei den Zorn. Zorn, hieß der Zorn? Diesen komischen Scheißroboter. Ja, der war echt für'n Arsch. So, wo sind wir eigentlich? Ich fange hier das Spiel jedes Mal neu an, das ist echt schlimm. Ja, eine Woche nicht gespielt, ich muss mich erstmal wieder orientieren. Wo bin ich? Ach, wird schon seine Richtigkeit haben. Du holst mich da raus und nun willst du, dass ich mich wieder reinschleiche? Die Erroristenbewegung zählt auf dich, Nillen. Hack dich in diese Server und befrei ihre gestohlenen Gedächtnisse. Und ach ja. Eigenes. So steigen wir aus der Asche und schlagen zurück. Wir sollen ja für Edge ins Gefängnis einbrechen, ne? Und so, da haben wir Tor Nummer 7. Eine große 7. Hier ist eine große 5. Haben wir nicht bestimmt mit der 7? Moment mal. Moment mal. Ne, hier steht gar nichts. Sehr schön. Bei Nummer 5. Schade, hier kann ich nicht hoch. Sieht schon ganz schön aus. Fuß. Drohnen. Und diesmal keine Reminiszene, die hilft. Da müssen wir halt irgendwie ausweichen. Glaube ich. Wow. What's that? Hier könnte es noch was geben. Versuch mal über mein Mikro rüber zu gucken. So ein großer Raum und hier gibt's nichts? Ey, das könnte er mir doch schnell erzählen. Ja. Scheinbar wirklich nicht. Oder kann ich hier irgendwo... Könnte ich vielleicht... Nee, könnte ich nicht. Könnte ich vielleicht auch nicht... so hochklettern. Vielleicht ist es auch nur so ein... wow, Abhaupunkt. Wow. Hey! Aufladen, irgendwie heilen. Alter! Nein! Nicht stehen! Ich hasse es! Oh, Heilung! Au! Diese kleinen Arschgeigen. Diese unsichtbaren Penner. Moment. So, jetzt muss ich aufpassen. Nein! 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 Na, das fängt ja gut an. Ich wollte eigentlich noch zu Tor Nummer 7. Da ist Tor Nummer 7. Das machen wir mal noch kurz. Hui! Stell dir nicht so an. Ein Fokusbalken bekommen. Nett. Das heißt, wir haben jetzt zweimal Fokus. Jetzt will ich aber da hinten noch gucken. Mal gucken, wo die Drohne hier so. Ich glaube, nee, da gibt's nichts. Okay. Durchatmen. Durchatmen. Und jetzt das Ganze nochmal schön. So, Moment. Wie viele? Alter! Meine Essen bewegt sich. Können wir den hier noch einsetzen?
ist gesperrt. Sehr schön. Dem ist nichts. Au, au, au. Mann. Au. Du Kreuze. Scheiße, ich habe die Turbine ausgemacht. Das ist nicht gut. Und hier ist noch irgendwo einer. Naja, komm doch. Ich habe das Gesicht verloren. Und down. Geht doch. Wohin genau? Ach da. Alter Falter, startet er hier richtig gut. So, ein bisschen Jumpen, Jump-Einlage hier, so, zack. Oh, Drohne. Oh, ich sehe schon den nächsten Kampf. Bestimmt, oder? Geht's noch irgendwie weiter? Nö. Eine durch Leaper zerstörte Drohne? Das muss ein Kampf gewesen sein. Gegen diese Maschinen werde ich nicht ankommen. Gute Idee. Versuch, das Detektionsmodul aus dieser kaputten Drohne zu retten. Was? Ich möchte nicht gegen Drohne kämpfen, oder? Doch. Ein Sense-Plugin erlaubt es Ihnen, das Sichtfeld von Drohnen zu sehen. Gott sei Dank. Dein Sensen zeigt nun alle Fängerdrohnen in deiner Nähe. Sehr praktisch. Das ist wirklich praktisch. Da hinten kommen wir nicht hin. Achso, So. Einmal heilen, bitte. Ah, besser, ja. Mit dem Kampf werde ich irgendwie nicht warm. Das merke ich. Mit dem Kampfsystem. Ich bin echt schlecht. Achtung, Drohnen bei der Arbeit. Ich sehe hier niemanden. Oh, 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 wow, wow. Ach, cool. Jetzt. Waaah! Kommt er jetzt hier? Nee, ich dachte schon, der kommt jetzt hier auch lang. Drohnen bei der Arbeit. Drohnen bei der Arbeit. Wow, wow. Weg. Na klar, die nächste. Wo? Ah, gucken, ob ich mir das merken kann. Ah, ich hab's fast geahnt. Hier sind mehrere unterwegs. Hier. Z-Patch. So, jetzt warten wir einfach mal noch ein Dröhnchen ab. Ein Dröhnchen. Ein Dröhnchen. Hallo Dröhn. Fahr weiter. Bleibe nicht stehen. Wohin eigentlich? Ach da. Und. Hui. Lieber Steve, das Gefängnis mit menschlichem Antlitz. Was für eine Lüge. Blinde Maschinen zur automatisierten Verwaltung. Ja. Der Geruch. Der Lärm. Das macht mich fertig. Um ins Gefängnis zu kommen, musst du eine leere Zelle abfangen und als Aufzug verwenden. Verstehe. Eine leere Zelle. Wo muss ich hin? Einfach erstmal da lang. Ach, da hoch. Manchmal sind die auch ein bisschen schwer zu erkennen. Hui! Super. Jetzt muss ich runter, ne? So. Zelldocken anaktivieren. Ich gucke mich erstmal um. Ich bin der Umgucker. Warum habe ich nicht die Treppe genommen? Muss ich das erst aktivieren und dann kommt eine Zelle? Was ist hier? Man muss ja mal alles abgecheckt haben. Ach, hier muss ich dann hin. Wie es aussieht. Zellandocken läuft. Scheiße!
Das gefällt mir gar nicht. Okay. Was passiert da mit mir? Diese Zelle. Irgendwie erinnert sie mich an etwas Schreckliches. Oh. Ich kenne diesen Ort. So hoffnungslos. Als ob man nie weg könnte. Je weiter unten sie dich haben, desto mehr nehmen sie dir weg. Sie nehmen dir Erinnerungen ab, wie Gürtel oder Schnürsenkel im Knast. Wie tief bin ich gefallen? Hey Schwester, Nellen, dieser Ort hat keine Macht mehr über dich. Ich muss da hinten hin. Sehr viele Drohnen unterwegs. Warten wir, bis die wieder vorbeischneit. Und los geht das. Bis zum nächsten. Oh, fuck. Okay, auch hier rein. Uah. Hier bin ich hoffentlich richtig. Ein Reinigungsbot. Schränkter Zugang, Krankenzimmer. Erneute Sabotage von Edge und seiner kleinen Freundin? Oder will dieser abgeranzte Bezirk mit einer Geisterbahn Touristen anlocken? Was auch immer, es ist eine Sensation. Und Meg hat es zuerst gewusst. Da kommen wir schon mal weiter. Server, da wollen wir ja hin. Oh. Schon ein bisschen feige, wa? Diese Schweine. So. Überall Drohnen. Paket, okay. Mehr gab's hier nicht, oder was? Nö. Scheinbar nur, um das Ding hier zu sehen. Okay. Bitte zudem beachten, Wartungszonen sind keine Freizeitzonen. Wo? Achtung, Dröhnen bei der Arbeit. Ich glaube, hier hinten gibt es nur diese Kiste, die wir gesehen haben. Ja. Sehr schön. Oh, scheiße, ey. Bitte konsultiert eure Terminals. Nein! Alter, die machen kurzen Prozess. Ich dachte, ich komme noch da vorbei. Naja, gut. Scheinbar nicht. Oh, ein U-Bahn-Unfall. Das passiert. Aber den Fokus-Boost hole ich mir trotzdem. Das wird der gelalalalacht sein. Erstmal warten wir. In dieser kleinen Ecke sind wir kurzzeitig sicher. Oder warte mal, hier lang, ja. Das klappt. So, dann hier. Und hier muss ich auch wieder hin. Das war ein bisschen blöde von mir. Gedächtniskatalogisierung läuft im Bereich 4, 7 und 12. Gedächtniskatalogisierung. All klar. Huhuhu. Moment. Okay, schnell vorbei. Rennen. Ach scheiße, wir müssen ja geradeaus da. Moment. Wir müssen ja da nochmal lang. Hier lang. Das sieht gut aus. Was ist das? Ach, der ist nicht bei der Arbeit. Und du? Stress? Komm her.
Ich mach dich platt. Korridor geschlossen. Verwaltungsbüro. Sieht ja auch sehr büromäßig aus. Also sehr... mit Wohlfühlatmosphäre definitiv. Ja, sie steht auf, das heißt... Kampf. Ha, Sergeant Vaughn. So sehr ich Ihre Leistung zu schätzen weiß, ein Mindeststandard ist bei den Probanden, die Sie anbringen, dennoch erforderlich. Ich brauche gesunde Exemplare, keine Halbtoten. Ja, ja, schon gut. Füll das blöde Formular aus. Terminhinweis. Madame und Dr. Craig werden zum... Gerade rechtzeitig. Ich werde Madame von Ihrem Niveauverlust berichten. Mal sehen, wie sie das findet. Oh Mann, wirklich? Das wäre einfach toll. Arsch. Oh Mann. Den Doktor kennen wir noch. Ich kenne ihn. Sergeant Vaughn. Ein schlechter Mensch. Der Schlimmste. Er kennt das Sicherheitssystem genau. Seine Bugs, versteckte Funktionen. Folge ihm und klau seine Geheimnisse, sonst kommst du nicht an Madame ran. Hallo, ihr Schönen. Zeit für eine Leibesvisitation. Okay. Ja, das wird ja jetzt lustig. Kann ich mir sehr witzig vorstellen. Ich! Schleichen! Hinter ihn her! Sicher? Ach, mein kleiner Tiger. Sie wollte einfach nie durch den Reifen sprechen. Das ist sie! Oh fuck. Nicht gut. Okay. Dieser Angriff nennt sich Hirnsperre. Sie verlieren einigen Fokus und alle ihre Essimpressionen brauchen länger zum Aufladen. Wichser. Ich wollte gerade mein Dings einsetzen. Halten aber auch viel aus. Geil, der könnte sich auch gegenseitig in die Fresse hauen. Nein! Leck mich doch! Das ist grausig, wie ich spiele. Grausig! Moment. X, Y. Ey! Warum hat er denn die abgebrochen? Verstehe ich nicht. Okay. X, Y. Na! Hör auf die! Nein, ernsthaft. Ernsthaft. Kann ich sehen.
Okay, Moment. Nein! Ich hab... Alter! Okay, Moment. X, Y, na... X, Y, nein! Weg da! X, Y, Y, E... Alter, warum... Brichst du die Kombo ab? Okay. X, Y, Y, X. Na. Ich verstehe nicht, warum sie immer die Kombo abbricht. So, du bist jetzt mein Punching Ball, du blödes Stück Scheiße. Hör, komm. Reicht doch. Schaderben. So, Hirn her. Gib mir dein Hirn. Das ist für alles, was du mir angetan hast. Und das. Das ist für alles, woran ich mich nicht mal erinnern kann. Sehr gut, Schwester. Du hast die Schlüssel zum Königreich. Die Bastille gehört dir. Nein. Ich habe keinen Bock mehr auf die Bastille. Ich gehe jetzt. Ich gehe nach Jamaika. Ich möchte gern. Ich will weg hier. Gibt's hier noch was? Pisse. So, wohin? Wir haben was Neues freigeschaltet. Okay, was haben wir denn freigeschaltet? Wir haben noch ein Heildings freigeschaltet. Ich will eigentlich mehr wieder einen Kampfmove haben. Das wäre mir lieber. Aber egal, wir können ja mal... Was haben wir denn noch so? Ja, ich würde sagen, den Heil... Na, warum gehst du nicht zu? Na, ich hasse es. Ja, bestätigen. Aber wir haben noch einen. Ja, komm, alle mal langsam freischalten. So. Wir werden jetzt erstmal nichts ändern. Vielleicht sollte ich das mal tun. Ich habe keine Ahnung. Remise. Remise. Hey. Hallo. So war das, stimmt. Anvisieren. Ich vergaß. Wie so vieles. Ja, Remember Me hat auch mein Hirn geklaut. Aber das Spiel macht übelst Laune, gesagt. Es ist einfach geil. Auch wenn ich mich hier ein bisschen aufrege, aber es liegt eigentlich eher an meiner eigenen Dummheit. Nein, ehrlich? Komm, hier, Offizier 1242. Konfrontiere Offizier 1242, du kriegst aufs Maul. Der Junk Bolt durchbricht den Schild der schweren Enforcer. Drücken Sie LB zum Anvisieren und RT zum Feuern. Au. Mann, ey, sowas liebe ich ja. So war das. Okay. Sollte man hier eine Kombo auch zu Ende finden. So. So sieht das gut aus. Jetzt können wir mal alle unsere Kombos dir ausprobieren, bis du irgendwann umkippst. Hätte nicht gedacht, dass es schnell geht. Dachte, du hältst mehr aus. Pfeife. Nein, Gott sei Dank. So, was ist hier? Was ist das? Wo geht's jetzt hier weiter? Okay, das sieht aus wie eine Abstellkammer. Da gibt's ein Neo-Paris-Orientierungspunkt. Ein Amnesty. Die feste Bastille. Ich darf wieder lesen.
Die durch den künstlichen Saint-Louis-See geschützte Bastille ist eine der größten Strafvollzugsanstalten in Europa. Das Gefängnis wendet Revolutionäre auf Erinnerungsentzug basierende Inhaftierungsmethoden an, obgleich diese in einigen Bezirken umstritten sind. Wissen die Resultate doch zu überzeugen? Die Festung Bastille ist ein Paradoxon in sich. Manchmal im Fokus der schärfsten Kritik und andererseits hochgelobt, verbindet diese experimentelle Gefängnis die Beschränkungen physischer Inhaftierungen mit einer flexiblen und ethischen Verwaltung seiner Gefangenen. Die Gefangenen werden bei ihren Eintreffen im Gefängnis einer temporären Gedächtnislöschung unterzogen. Ohne ihre Erinnerung haben sie somit keinen Grund, sich in Gedanken an Gewalt, Hass oder Rache zu ergehen. Zudem verspüren sie nicht den Wunsch zu entkommen, da sie vergessen haben, dass die Außenwelt überhaupt existiert. Die Gedächtnislöschung bietet ihnen eine mentale weiße Weste, sodass sie sich neu erfinden können. Sie hat effektiv die kriminellen Netzwerke neutralisiert, die sonst Strafvollzugsanstalten zu unterwandern pflegen. Ein allumfassendes Überwachungssystem ermöglicht es, gefügigen und nicht gewaltbereiten Insassen sich frei innerhalb des Gefängnisses zu bewegen. Eine weitere Innovation stellen die einzelnen Zellen dar, die von einem automatischen Aufzugssystem verwaltet werden, das die Gefangenen ohne menschlichen Kontakt befördert und so das Potenzial für Konfliktsituationen reduziert. Jedoch stellen sich einige Kritiker gegen die Prozedur der Gedächtnislöschung in der Bastille. Einige politische Gruppierungen, insbesondere die Erroristenbewegung, prangern die Würdelosigkeit dieser Behandlung an und vergleichen sie mit Gehirnwäsche. Madame, die Gefängnisdirektorin der Bastille, antwortete ihren Gegnern mit deutlichen Worten, sie stelle klar, dass die Erinnerung der Gefangenen auf Erinnerungsspeicherservern eingelagert und am Tag der Entlassung ihren Besitzern zurückgegeben werden. Sie haben dann keine Erinnerung mehr an ihre Zeit in der Bastille. Außerdem wurden bisher keine Ausbrüche verzeichnet. Was will man mehr von einem Gefängnis erwarten? Ja, klingt toll. Toll. Gut. Super. Haben wir wieder was eingesammelt? Schön. Oh, hier ist ein. Ah ja. Schön. So, Roboter. Hi. Und du so? Und ich so? Wäre er so? So, dann hier einmal auf. Scheiße. Oh nein. Achso, jetzt muss ich es aufladen. Und die halten so viel. Okay, jetzt wird hier gespielt, Freunde. Du bist wieder meiner Willkür ausgesetzt. Geil. Und überlasten. Läuft. Ihr wollt mich verarschen, oder? Was ist denn jetzt los? Logikbombe. Explosives Sensenvirus, der Enforcer-Schilde zerstört und allen Zielen in Reichweite schweren Schaden zufügt. Geil. Gerne. Ja, kann ich auswählen? Ja. Ja. Auswählen. Würde ich. Hallo? Ich kann nix. Willst du mich verarschen? Ach so. Moment. Ja, toll, ich hab genau die falschen. Springen Sie jetzt zurück, um aus dem Schadensbereich zu entkommen. Fällt mir sehr gut, aber die ist echt lange Abklingzeit. Scheiße, ich habe keinen Fokus mehr. Okay.
Okay. Geil. Ich bin